Was ist das denn da? Ah, ein Fischer. Okay, jetzt haben wir auch eine Taverne. Jetzt müssen wir die noch einmal aufrüsten. Damit wir für 3 Leute da die Bienenstöcke haben. Ich denke, das sieht ausreichend aus. Vielleicht sogar 1:4. Naja, muss man ja erstmal herausfinden. Da kommt ein bisschen Getreide an. Okay. Schwerter haben wir jetzt erstmal genug. Den Bogenmacher müssen wir mal ein bisschen beschleunigen. Geld haben wir jetzt auch erstmal. Aber nichtsdestotrotz erhöhe ich nochmal gerade unsere Burg. Müssen wir ja sowieso gleich machen. Haben wir das schon mal. Ich kann den Met meilenweit riechen. Gut gemacht. Ja. Haben wir das schon mal gemacht? Jetzt müssen wir auf 18 oder was war das? 18. Dann müssen wir die wahrscheinlich aufrüsten, damit die mehr packt. Boah, haben wir wieder Fische. Warum verlieren wir eigentlich gerade so viel Nahrung? Müssen wir mal gerade für sorgen, dass da Nachschub geliefert wird. Vielleicht noch eine zweite Räucherei bauen. Damit wir dem Ganzen wieder Herr werden. Dinge habe ich noch gar nicht alle aufgerüstet. Das kann natürlich auch die Ursache sein. Es ist einfach viel zu wenige Leute haben, die hier Nahrung produzieren für diese Bevölkerungsmenge. Aber ich baue, glaube ich, trotzdem noch eine Räucherei. Ja, ich könnte theoretisch auch noch eine Bäckerei bauen. Metzgerei will ich nicht, weil wir halt so viel haben, was damit gemacht wird. Zum Beispiel hier Seife. Ich glaube, ich kümmere mich jetzt erstmal um das Aufrüsten der Gebäude. Was denn hier mit den Schafen? Werden ja gar nicht mehr richtig hier geschoren. Oder doch? Doch. Okay, dann kommt das Ding hier nur nicht hinterher. Klamotten sind also auch Mangelware. Ja, da habe ich gerade ein bisschen schnell alles gemacht. Die Gerberei ist ja auch nicht aufgerührt. Was habe ich denn hier gemacht? Das ist ja skandalös. Nicht, dass sie gleich anfangen zu streiken. Kommt, Jungs, bringt mir mal ein bisschen Holz. Okay, da kommen Holz und bauen wir einmal die Weberei und einmal die Gerberei aus. Damit wir dem Ganzen hier wieder Herr werden. Putzmittel haben wir aber eigentlich genug, also daran soll es nicht scheitern. Der Met wird auch gebraut. Ja, das scheint gut zu sein, wie wir das hier gemacht haben mit den Bienenstöcken. Vielleicht sogar eher 5 statt 4. Aber das lasse ich jetzt erstmal. Okay, da hat einer gar keine Klamotten mehr. Oh oh. Das ist nicht so gut. Kommt schon, produziert Klamotten, Leute. Wo ist denn hier der andere Holzfäller? Ah, da kommt's. Damit wir die Weberei noch aufrüsten können.
Komm schon, gib mir mein Holz. Okay, können wir die Weberei nochmal aufrüsten? Wie viel von dem Zeug haben wir denn? 18, okay. Den Besenmacher nochmal aufrüsten. Die sind jetzt alle Stufe 3. Du auch, du noch nicht. Damit warten wir jetzt gerade auch erstmal. Die Schafarm brauche ich nicht weiter aufrüsten. Jetzt langsam kommen wir mit der Produktion wieder hinterher. Aber ich baue, glaube ich, trotzdem noch die Räucherei, wie ich es vorhatte. Ich habe den Weg kacke gelegt, erst. Ärgert mich. Ich könnte es auch hier hinbauen, oder? So. Okay, klamottentechnisch sieht das wieder besser aus. Hier war gerade irgendwo was Rotes, oder? Ah ne, hier kein Wasser mehr. Ach, ich könnte auch mal ein Fest machen. Okay. Direkt nochmal die Räucherei aufrüsten. Die Stimmung steigt. Ich hoffe, ich kriege ein paar Ehefrauen ab. Also nicht ich, aber meine Siedler hier. Boah, ich habe gar keine Nahrung mehr gerade. Ah, da kommt nochmal Holz rein. Dann können wir die Räucherei nochmal auf 3 packen. Besenmacher auch. Die Kasernen sind voll. 6 Ehefrauen. Okay. Ja, Nahrung wird gemacht, Leute. Wir müssen nur ein bisschen Geduld haben. So, da ist doch das Essen. Huiuiui. Jetzt kommt's. Ah, gut. Okay. Und die nächste Holzfuhre müsste doch auch gleich kommen, oder? Sehe ich das falsch? Die haben noch Bäume, ja. Die haben noch genug Bäume. Forsthaus gibt es hier anscheinend nicht, ne? Also irgendwie mal so wieder Holzbestand aufpumpen. Muss man jetzt ein bisschen mehr kalkulieren. Eisen kommt. Wie viel Eisen haben wir denn eigentlich noch? 126, ja gut, das ist erstmal genug. Wir mal gerade hier ein paar Soldaten schon mal ausbilden. Wie ihr wünscht. Damit hier weiter produziert wird.
Sofort! Hi! Mit dem hier können wir also Truppen übernehmen, ja? Mal gucken, ob das da oben bei denen auch funktioniert. Dann hätten wir nämlich einen Trupp weniger gegen uns. Das wäre schon mal ziemlich nice. So, Bogenmacher nochmal aufrüsten. Weber ist 3, 3. Das ist alles hier Stufe 3. Alles klar. Die Taverne noch nicht. Die können wir jetzt aber auch mal aufrüsten. Ihr seid auch aufgerüstet. Ah, Bienen sind ja auch davon betroffen mit Winter und sowas, ne? Ah, genauso wie Getreide. Okay. Muss man stark drauf achten. Okay, aus Wolle eine Vorführung machen. Wir haben wieder Wasser. Ist ja interessant. Graf. Okay. Müssen wir den nächsten Titel erreichen. Die sind soweit fertig. Also ich würde gerne auf jeden Fall von beiden so 4 Trupps haben, damit wir mal einen anständigen Angriff planen können. Das sind dann 8×6. Wir könnten theoretisch von jedem 5 Trupps machen, ne? Mhm. Ei! Wie sieht das hier aus mit der Taverne? Ist doch schon Stufe 2. Brauche ich etwa 2 Tavernen jetzt? Mhm. Okay. Ich rüste die trotzdem vorher nochmal aus. Ah, ich glaube, wir machen das gerade mal ein bisschen anders. Wir gehen mal hier in die Richtung. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Alles klar. Tiere gehen uns nämlich langsam flöten. Das heißt, wir müssen einen Jäger bauen. Und hier ist Jagdbestand. Jagdbild. Wie auch immer. Das will ich haben. Ei! Wie ihr wünscht. Ich will da jetzt natürlich die Bogenschützen, wie mir gesagt wurde, für nehmen. Die sollen da ganz gut gegen sein. Ja, die sind auch wirklich ganz gut dagegen. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Alles klar. Das hat sich doch schon mal gelohnt, die Bogenschützen dafür einzusetzen. Wie ihr wünscht. So, jetzt wollen wir das Territorium hier unten da auch noch einnehmen. Sofort. Damit uns das wenigstens schon mal... Ach, wir haben kein Holz. Wenigstens schon mal gehört. Aber bevor wir das machen, dann bauen wir hier eben noch eine Holzfäller hin. So. Dass wir nochmal ein bisschen mehr Holz kriegen. Wir können eigentlich nochmal das Lager ausrüsten. Ein paar Steine verbrauchen. Und die Kapazität natürlich erhöhen. Hier ist nochmal mehr Wild, das können wir auch benutzen. Jetzt will ich gerade mal die übrigen Dinger hier noch produzieren. Die können wir mal gerade hier stehen lassen. Okay. Ich könnte auch gerade mal den Sold ausstellen. Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Ah, jetzt können wir auch diesen Dieb da rekrutieren. Aber das brauchen wir gerade nicht. Vielleicht nachher, wenn wir Informationen haben möchten. So, hier bitte einmal einen Turm bauen. Und einen Pfad dorthin.
Jagdhütte natürlich aufrüsten, den Holzfäller genauso. Da sind noch Fische. Fisch haben wir genug, aber Tiersachen gehen uns jetzt langsam echt flöten. Hier die Steine sind auch gleich weg. Eisen haben wir auch gleich. Lagerhaus ist aufgerüstet. Das sieht ja aber dann soweit ganz ruhig aus. Okay, dann können wir die Truppen schon mal abziehen. Sofort! Alles klar. Und hier hinbringen. Das können wir auch schon mal mit einer Fahne da hinten markieren. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben 3 von jedem. Dann will ich auf jeden Fall noch einmal Schwertkämpfer und noch 2-mal Bogen. Dann haben wir 4, 5, ne? 4, 5. 4, 5. Jetzt müssen wir den Holzfäller hier hinten nochmal aufbauen. Den Jäger. Dass sich das auch lohnt. Ein Steinbruch.